Ich begrüße euch total und recht herzlich. Was soll man euch sagen? So, die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, will leider keiner vernehmen, will auch keiner hören. Es ist auch nicht einfach, weil die Lüge ist so geil. So, die größte Lüge ist der Angriff auf uns, und zwar das Wort Covid-19-Corona. Bam. So, schon fängt der Ärger an, richtig? Schon haben wir einen Ärger. Du bist sofort gegen mich. Und ich sage dir, die Wahrheit ist jetzt die Wahrheit, das ist halt so. Covid-19 ist ein Digitalangriff, hat nichts mit Gesundheit tatsächlich zu tun. Es geht hier um Geld verdienen. Einmal wurden die Banken gerettet, dann wurden die Autohäuser gerettet und jetzt wird die Pharmaindustrie auf irgendeine Art gerettet und sie könne auf diesem Wege auch einen Versuch starten, um irgendeine Arznei auf den Weg zu bringen. Wie komme ich jetzt dazu? Ganz einfach. Wir hier haben Krankenhäuser, die geschlossen wurden, die jetzt aber wieder eröffnet werden, weil unser Bürgermeister eine tolle Idee hat. Ein neuartiges Gesundheitscenter. Denn er fing ja auch an mit seiner Optionskommune. In dieser Optionskommune wurden ja alle, die dann mit dem Namen behaftet, Hartz IV ist ja auch so eine Erkrankung. Hartz IV ist eine Erkrankung, eine geistige Erkrankung, eine finanzielle Erkrankung, wenn man das mal sich so anschaut. So, Covid-19 wird genutzt, um uns irre zu führen. Noch einmal, was ist mit den Menschen, die nachweislich fast 100% gesund sind, die nichts haben, die keine Erkrankung haben? Was ist denn mit denen? Ja? So, ihr hört was von Vorerkrankungen. Ihr hört etwas von Infektiösen und. Das Allerbeste ist ja, dass 190, 80 sofort geimpft wurde. Wo sind denn 190 und 80-Jährige wirtschaftlich so relevant, dass die sofort geimpft werden mussten? Egal. Ob ein Herr Bakshi nun anerkannt oder nicht anerkannt, ob dieser Mann jetzt wirklich gewählt oder nicht gewählt, jedenfalls sind wir alle, wirklich alle, verarscht worden. So richtig digital. Ich spreche von digital. Die Politik hat endlich digital und so weiter. Es kann ja nicht sein, dass ein Herr Söder mit Star Wars für seine CSU wirbt, oder? Mach du das mal. Nimm du mal irgendeine Figur von Star Wars und schon hast du da... Dein Ärger, oder? Naja, egal. So, wichtig ist, dass zum ersten Mal etwas hochgefahren wurde, was wirklich wirkt. Das Digitale. Es wirkt. Es ist wie Digitales. Es wurde ausgesprochen, es wurde niedergeschrieben, es wurde demonstrativ auf Video geklatscht. Und Herr Bakshi sagt euch die Wahrheit. Er sagt euch einfach die Wahrheit, das gibt es nicht. Ich kann ihm... Vertrauen, Anführungsstriche, weil er ist ja vom Fach. So, wenn er mir erklärt, wie Viren funktionieren und wie die sich bilden und wie die sich anheften und welche Symptome dabei herauskommen, kann man ihm dann halt vertrauen. Punkt. So. Aber das Digitale, dieses Digitales, dieses da ist ja an sich der Virus, der politische Virus. Die Politik, 24 Stunden nur noch Politik. 24 Stunden nur noch diese merkwürdigen Nachrichten. Und 24 Stunden immer nur die Gegner, die nur da quatschen, wenn ich. Ich bin ein total Normalbürger. Ich mache jetzt ein Normalvideo für all die, die vielleicht auch völlig normal sind, völlig wertlos auf eine Art, weil wir sind ja kein Nährwert. Denn der Nährwert will man ja nicht. Och, der ist ja langweilig, der sagt ja die Wahrheit. Wahrheit ist Kacke. Kann man nichts mit anfangen. Ja? Wir werden alle bedroht. Wir werden wirklich alle bedroht von Bankwesen, also vom Unwesen des Geldes. Ja? Das Unwesen des Geldes greift uns an. Was anderes ist es nicht. Es ist eine wirtschaftliche Punktur. Es wird punktuell wird hergegangen. Ja? Wenn du auffällig wirst, zack, boom. So, und wenn du die Wahrheit nicht als die Wahrheit verkündest, dann bist du auch weg. Ne? Nur das Problem ist, dass einige es ja ein bisschen übertrieben haben mit der Wahrheit, ne? Monsieur Kemchepchen oder wie er da heißt,
Oder dieser eine Arzt, der auch verschwunden. Und ja, einige übertreiben es mit der Wahrheit. Man kann ja die Wahrheit sagen, es ist halt nicht so, wie es ist. Es ist auch nicht so, wie es scheint. Es ist nicht wahr, was da abläuft. Es ist wirklich nicht wahr. Ja? So, Fakt ist halt, dass es Viren gibt. Natürlich gibt es Viren. Ja? Aber die haben einen Prozentsatz von einer Promille. So, dieser 1-Promille-Virus kann dich infizieren, kann er, ja. Es ist, kommt darauf an, wie du gerade drauf bist. So, natürlich, Menschen Ü 60, 70, 80, 90, 100 haben natürlich vom Körperlichen her nicht mehr so die Kraft, die Immunität. Versteht ihr, was ich meine? So, aber die jetzt voll zu impfen mit einem Stoff, den keiner kennt. Kennst du den Stoff? Ja? Du freust dich, dass du da, wie heißen die Dinger da? Biotech, dann die umstrittenen Sachen da, die komme ich schon gar nicht mehr drauf. Da freust du dich, dass du das jetzt im Körper hast. Also ich verstehe euch nicht, vor allen Dingen junge Menschen nicht. So. Wir sind geimpft worden, das ist richtig. Und es hat schwerwiegende Erkrankungen gegeben, richtig? 1920, 1969, 1970. So, und zwischendurch sind auch Erkrankungen im Umlauf gewesen und die haben immer diesen 1 Promille erwischt. So, wenn ihr jetzt wirklich tatsächlich die Kraft habt, Lust habt, zu denken, nachzudenken und festzustellen, warum ist denn immer dieselbe Person zu sehen? Mal so, mal so, mal so. Ja? Man hat uns Kindererkrankungen gezeigt. Man hat uns Kinder, die daran verstorben, aber immer dieselbe Person. Ja, ein kleiner Schwarzhaariger. So, und dann eine Vietnamesin, eine etwas ältere. Überall konntet ihr die sehen, die verschiedenen Sachen. So, und dann natürlich wieder Schauspieler, die hier geimpft wurden, aber das Pflaster da bekommen haben. Beispiele, sind Beispiele, Beispiele. Wichtig ist, dass die Fiktion beendet werden muss. Du trägst eine Filtertüte vor dem Mund und bist der Meinung, du bist gesund. Nein, du bist oder bist nicht gesund. Was ist mit den Menschen, die wirklich tatsächlich nachweislich gesund sind? Die weder eine Vorerkrankung und weder noch einen Virusinfekt haben. So. Und Menschen, die wirklich tatsächlich daraufhin verweisen, stopp mal, das ist ein Märchenspiel, die werden torpediert. Ja? Und Menschen, die eben Ruhe, ganz ruhig sagen, stopp mal, hier stimmt was nicht. Weil, schau doch mal, rot ist nicht gleich rot. Ja? So, du kannst jetzt alternativ sagen, wir haben etwas Rotes. Ist richtig. Aber dieses Rote ist schon nicht rot, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil alles muss differenziert betrachtet werden. In der Differenzierung der Betrachtungsweise erkennt ihr dann möglich, dass da irgendetwas sein könnte. So, und wenn man das alles eruiert hat und wenn man das alles beobachtet hat und wenn man das alles gemerkt hat, kommt man auf den Nenner. Was ist mit den Menschen, die wirklich tatsächlich nicht krank sind? Sie haben keine Erkrankung. Was ist mit denen? Muss man die erst infizieren, damit die genesen? Dass sie zu den Genesenen gehören? Oder muss man die vollstopfen mit einer Immunität, die sie nicht brauchen, um sie krank zu machen? Ich verstehe wirklich tatsächlich diese Gesellschaft nicht mehr. Ich verstehe wirklich tatsächlich diese Gesellschaftsnorm nicht mehr. Was ist wirklich tatsächlich 2015 mit Review with Welcome gemeint? Was ist wirklich tatsächlich erschienen? Was ist wirklich tatsächlich in der Welt der Politik los? Sind das vielleicht diejenigen, die uns belügen? Hm? Denn sie haben ja die Macht, den Apparat anzustecken. Hm? Die haben ja den Schalter, um das Wasser, worin wir schweben, das Wasser des Lebens zu beheizen, zu überhitzen. Hm? Nur die haben die Macht, nicht wir. Ja? Wir können nur Fragen stellen und wir können uns zusammenreißen und wir können sagen, stopp mal bis hierhin und nicht weiter. Ja? Wir können das BGB jetzt zu Rate ziehen. Was steht im BGB drin, im bürgerlichen Recht? Ne?
So, wie können wir das bürgerliche Recht jetzt in Einklang bringen mit dem als Gegenstruktur der Lüge? Diese politische Lüge, ihr müsst doch mal genau hinhören, was sie sagen. Ihr müsst doch mal hinschauen, die verarschen uns. Sie verarschen die Bürger. Ja? Wie kann es sein, dass man bei der CSU plötzlich Star Wars sieht? Ja? Und was soll das? Ja? Und, oder andere Sachen. So, und dann, wenn man dann eine politische Person hört, die sich wirklich erlauben darf, falsch zu reden, falsch zu zitieren, die sogar das Recht hat, dummes Zeug von sich zu geben, und dann will diese Person Kanzlerin werden, ja? Was soll das? Benzin 5 Euro, was soll das? Liebe Freunde, geht doch mal bitte nach draußen und schaut euch doch bitte mal um. Was ist denn wirklich tatsächlich da draußen los? Hm? Wieso lässt man sich das gefallen, von 22 Uhr bis 5 Uhr zu Hause zu bleiben? Und dann die ganze Lügenkonstrukt, ja, mit Hund, alleine, Ehefrau da. Hallo, merkt ihr das eigentlich nicht? Merkt ihr nicht, dass hier ein Till-Eugen-Spiel gespielt wird? Eine Charlaterie, hier wird doch wirklich tatsächlich ein Huhn auf Socken aufgebaut. Hier wird wirklich Charlie Rimmel gespielt. Hallo? Die lachen sich kaputt. Die lachen sich kaputt. So, ich weiß ja auch nicht, wer wirklich tatsächlich den Mut hat, die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, nach oben zu fahren. Ey Leute, schaut mal. Völlig gesunde Menschen, die gibt es wirklich. Es gibt wirklich völlig gesunde Menschen. So. Du darfst keinen Sport mehr, kein Kino, keine Unterhaltung. Du darfst dich nicht entfalten. Ja? Du hast dich einzugliedern. Du hast im Gleichschritt zu marschieren. Hallo, schon mal drüber nachgedacht? Dann schreit einer von Faschismus, dann redet einer von Globalismus und dann The Great Reset. Ja? Wow. Also, was wir wirklich tatsächlich haben, ist ein Digitalangriff. Ja? Ein Digitalangriff. Wenn ihr alles ausmacht, dann seid ihr in der Analogie. Ja, dann müsst ihr auch zu jemandem hingehen und anklingeln und gucken, ob er da ist. Und dann muss er auch gewillt sein, die gesamte Technik nicht anzuhaben, sondern ihr wirklich tatsächlich wieder in der Analogie bei Kaffee und Kuchen sitzt, so wie Muttertag Mutter feiert und nicht am Telefon oder per Video, wenn ihr versteht, was ich meine. So, wir sind jetzt eine Digitalgesellschaft. Ja? Wir leiden an Digitales, an ist halt so. Mir hat das riesen Spaß gemacht, weil ich Technik liebe. Ich liebe die Technik, daran zu arbeiten und wie diese Technik dann greift. Ja? Aber ich konnte nicht ahnen, dass man diese Technik irgendwann mal als Suggestivwaffe nutzt. Das ist eine Suggestivwaffe, denn es muss ja auch einen Grund haben, dass jetzt einer Satelliten nach oben geballert hat. Ganz viele Satelliten, ich glaube 900 Stück, schwirren jetzt um diesen Planeten herum. Und daraus soll jetzt ein neuartiges Internet werden. So, dann sollen wir 6G bekommen. Ja? Wir sollen 6G bekommen, um ganz komplexe Sachen glasklar von einem Punkt zum anderen Punkt zu schicken. Wir sollen digital werden, wir sollen digital denken, wir sollen digital das Geld verwalten. Alles digital. Ja? So, und was ist, wenn kein Strom mehr da ist? Was ist, wenn kein Digital mehr möglich ist? Was ist dann? Was ist da? Wie kann man denn dann nachweisen, dass das dir gehört? So, du kaufst digital ein Auto, du fährst dieses Auto digital, weil alles digital ist. Du hast einen Ausweis, dass du gesund bist, digital. Und in dem Moment, wo du nachweisen musst, dass du gesund bist, fällt das aus. Oder du fährst mit deinem Auto und sollst nachweisen, dass alles richtig ist. Und dann fällt das Digitale aus. Was ist denn da? Nein, was ist denn da? So, wenn das alles passiert ist, ja, dann auf einmal kommt es wieder andersrum. Das heißt also, du musst plötzlich digital plus analog mit dir führen. Ne? Du musst also immer alles analog bei dir haben und digital. Aber es wird erstmal nur digital geguckt. Und für den absoluten Notfall muss das Analoge stimmen. So, jetzt kommt's. Das Analoge muss aber zeitlich erfasst sein, damit in der Zeit, versteht ihr, was ich meine? Es ist an sich ganz einfach. Es geht einfach nur noch um
bezahlen. Der Virus Corona ist, du sollst bezahlen. Bezahlen, bezahlen. Deine Rechte sind weg. Ja? Das heißt also, dein Recht, etwas machen zu dürfen, ist weg. So, dieser Automat ist kaputt. Du hast aber die Möglichkeit, einen anderen Automaten zu nutzen. So, aber dieser Automat gehört zur Welt der Industrie. Und dieser Automat gehört zur Welt der Normalität, bürgerlich. Er ist bürgerlich, wirtschaftlich. Du möchtest aber deine Rechnung bezahlen. Also gehst du an diesen Gerät und bezahlst diese Rechnung. Da diese Rechnung aber eine wirtschaftliche Rechnung ist, darfst du jetzt bürgerlich diese Rechnung nicht begleichen. Aber was machst du, wenn die wirtschaftliche Maschine defekt ist? In der wirtschaftlichen Maschine kannst du dein Formular nicht einschieben, du kannst das Geld nicht transferieren, aber im Bürgerlichen läuft alles, ist alles in Ordnung. Du transferierst sozusagen das Geld dahin als Rechnungssteller. Also der die Rechnung stellt, der bekommt dann auch sein Geld. So, Amazon zum Beispiel. So, wenn Amazon, wenn du dann aus Sicherheitsgründen halt dein bürgerliches Konto nimmst, damit Amazon da abbuchen kann, aber ist ja Ware, die kumuliert wird. Und diese Ware nutzt du, um sie zu verkaufen bei eBay und so weiter. Dann ist das wieder gewerblich. Das heißt also, du müsstest das Konto gewerblich abbuchen lassen. Nur wenn das gestört ist, kannst du deine Wirtschaft nicht, geht nicht. Du kannst, der wirtschaftliche Fluss ist weg. So, dann nimmst du natürlich das Bürgerliche und quittierst das Wirtschaftliche. Und da ist doch die Erkrankung. Die Erkrankung ist doch, dass wir in Schachteln gepackt werden. Aber was ist mit den Menschen, die wirklich tatsächlich gesund sind? Wo man wirklich nachweisen kann, der hat keine Erkrankung. Muss diese Person jetzt erkranken, um zu den Gesundenden gezählt zu werden, ja, der dann an dieser Fiktionskrankheit genesen ist, oder die Person, wo nachgewiesen wird, aus was auch immer, ein Erkrankter wäre oder nicht wäre und so weiter und so fort. Ja? Wenn man wirklich tatsächlich diese ganze Corona-Sache verfolgt hat, persönlich verfolgt hat, wenn man sieht, wie die Ärzte mit ihren Patienten umgehen und wenn man sieht, wie die alle bestochen wurden, wie die alle Gelder bekommen haben, alle, auch gewisse ja, Stars und Sternchen haben Gelder bekommen, viele Stars und Sternchen hören auf, so. Viele Stars und Sternchen versterben, so wie dieser Moderator da mit seinen 45 oder 47 Jahren. Wie Willi Herder auch verstorben mit seinen 45 Jahren, aus welchem Grund auch immer. Ja. Das sind alles so Sachen, auch die anderen, die jetzt verstorben sind, junge Leute. Ja. Dann die ganzen Kinder, die halt an dieser Nadel verstorben sind, die sie da bekommen haben. Weil das, was sie bekommen, muss doch vorher getestet werden. Es muss doch vorher getestet werden, ob die Person, die das jetzt bekommt, auch das verträgt oder nicht. So, du kannst ja auch nicht super in Diesel rein oder Diesel in den Super rein, oder? Geht doch gar nicht. Du weißt, also das muss ja schon alles passen. Du kannst zwar mit Benzin fahren, dann darfst du den Wagen aber nicht so fahren, wenn das ein Superfahrzeug ist, wo du Super Oktan 98 einfüllen musst, um es mal so zu erklären. Wenn du ein hochbrisantes Fahrzeug hast, mit Super 98 fahren sollst und mit Zusätze fahren sollst, ja, kannst du nicht hergehen und irgendeinfach billiges Benzin einfüllen, ja, oder außersehen ein paar Tropfen Diesel oder was weiß ich. Ja. So, und so ist das mit deinem Körper auch. Der Körper fährt mit etwas. So, und wenn ein hochrangiger, vollgesunder, kein braucht oder einer, der halt alkoholisiert, diesen Alkohol oder irgendwelche Zusatzstoffe braucht, egal was, kann man dann da nicht einfach über einen Löffel barbieren. Der eine braucht diesen Zusatzstoff, der andere ist kerngesund und der andere ist infektiös, weil er halt durch diese Zusatzstoffe infiziert wurde, durch egal was, AIDS, Krebs,
Diabetes, die harmlosen. Und dann die anderen Infektions, was weiß ich, was für Ebola war ja auch so eine böse Erkrankung. Ja, und so weiter und so fort. So, jetzt dürft ihr natürlich wieder über mich lachen, das ist klar, aber ich lache nicht. Ich höre den Bakshi zu, ich höre gewissen anderen Leuten zu und wir haben uns wirklich gefragt, was ist mit den Personen, die wirklich tatsächlich fast schon 100% gesund sind. Ja. Und dann haben wir uns gefragt, warum von 100, also 00, runter jetzt auf 60, also diese Sparte. Und warum die alten 100 erst recht? Und warum sind dann so viele danach verstorben? Ja. Dass einer vielleicht mit 101 genesen und die andere da angeht. Ich vermute, dass die 101 und 103 gar nicht gespritzt wurde, sondern die wurden wegen PR genommen. Es ist hier eine ganz, ganz große PR-Geschichte. Ja? Hier verdient nur eine Lobby. Pharma-Lobby und die Presselobby, die Medienlobby. Ja? So, die oberste Schiene mit 150 Millionen bis einer Billion. Ja? So, 150 Millionen bis einer Billion, diese Sparte, die verdient jetzt noch mehr. Und warum die sich alle scheiden lassen, ist klar. Steuerrechtlich betrachtet, kann man durch die Scheidung wieder Geld machen. Ob die wirklich tatsächlich sich jemals geliebt haben, weiß auch keiner. Ja? Also lange Rede, kurzer Sinn, meine lieben Freunde. Das Ganze, was ab ist, und das Ganze, was läuft, ist reine Fiktionalität. Es ist fiktiv und es greift, weil Fiktion nicht greifbar ist und weil man mit einer Fiktion so viel anstellen kann. Ja? Man kann diese Fiktion in die Unendlichkeit treiben und die Wahrheit, zack, gut, sehr gut, aus, Ende. So sieht's aus.